Am 7. April 2011 war die Sparkassen Fairplay Soccer Tour zu Gast in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt in Magdeburg. Auch hier kämpften zahlreiche Teams um den Einzug in die Qualifikationsrunde zum Bundesfinale. Wir fragten bei den Mannschaften und Trainern nach, wie sie ihre sportlichen Leistungen einschätzen. Ihr seid hier heute beim Stadtturnier in Magdeburg. Ist es erfolgreich verlaufen? Ja, wir sind also Erster geworden. Ja, also erfolgreich, ja. Dann sehen wir uns ja vielleicht auch wieder beim diesjährigen Bundesfinale am 3.7. im Tropical Island. Hoffentlich, ja. Die Sparkassen Fairplay Soccer Tour, ihr nehmt zum wiederholten Mal daran teil. Was bedeutet für euch die Teilnahme? Wollt ihr lieber Spaß haben oder wollt ihr unbedingt gewinnen? Beides. Also wir wollen Spaß haben und natürlich gewinnen. Was versteht ihr denn unter dem Begriff Fairplay? Naja, dass man fair spielt, aber trotzdem irgendwie, keine Ahnung, gewinnen will. Also man soll schon den Sieg im Auge haben, aber fair spielen. Und welche Erwartungen habt ihr persönlich an die diesjährige Tour? Naja, auf jeden Fall Spaß und Erfolg, ne? Also, ja. Frau Behling, Sie sind Spielermama hier heute. Sind Sie denn zufrieden mit dem Abschneiden Ihrer Mädchen? Ganz klasse, ja. Finde ich gut, ja. Wie finden Sie denn die Sparkassen Fairplay Soccer Tour? Ganz toll, ganz toll. Die haben ja letztes Jahr schon mitgemacht und ja, waren sie auch super, zweite Platz, ja. Am Ende, ja. Herr Bienert, vom Frauenfußballclub Magdeburg mit einem Team hier vor Ort. Sind Sie zufrieden mit dem Abschneiden Ihrer Mädels? Ja, die Mädels haben sich gut geschlagen hier. Ich bin sehr zufrieden. Sie haben viel besser gespielt wie im letzten Jahr. Es kommt aber auch dadurch, dass sie das öfter jetzt trainiert haben. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Leistungen. Ja. Welche Erwartungen haben Sie an den weiteren Verlauf der Sparkassen Fairplay Soccer Tour für Ihr Team? Na, im letzten Jahr sind wir Vizemeister geworden und in diesem Jahr möchte ich gerne auch wieder aufs Treppchen. Dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg, toi 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 und ein Wiedersehen im Tropical Island. Wie war euer Abschneiden heute? Ja, sehr gut eigentlich. Sind zufrieden mit unserer Leistung, Platz 3. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es ein sehr lustiges Spiel und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also Platz 3 heißt, ihr habt euch qualifiziert für das Landesfinale in Sachsen-Anhalt am Sonntag auch wieder hier in Magdeburg. Der Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg, Dr. Lutz Trümper, stiftete den Pokal für die fairste Mannschaft des Turniers. Und die Sparkassen Fairplay Soccer Tour zieht weiter zum nächsten Tourstopp nach Halle. Termine, Ergebnisse und alle weiteren Informationen findet ihr im Netz, wie immer unter www.fairplaysoccertour.de.